Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal geht es um ein Haus zu verkaufen, und zwar dieses Haus hinter mir. Es sind hier 2 Hektar Grundstück und viele Obstbäume. Ich werde es jetzt zeigen, und wer mehr darüber wissen will, sollte sich bei mir melden. Ich lasse in der Beschreibung des Videos meine Kontaktdaten, WhatsApp, Telegram, Nummer und E-Mail-Adresse. Bitte melden Sie sich, wer mehr darüber wissen will. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hatte, bitte abonnieren Sie den Kanal. Ich werde immer wieder mehr Videos von Paraguay hier hochladen. Also hier sieht man einige Obstbäume. Hier ist der Teil mit den Obstbäumen. Das sind meistens Zitrusfrüchte, Mandarinen, Grapefruits und so. Das sind hier, ich habe sie nicht gezählt, aber es sind genügend Obstbäume. Und da hinten geht das Grundstück auch. Das sind, wie gesagt, 2 Hektar. Hier sieht man, es gibt viele Palmen. Hier ist es wahrscheinlich auch eine Mandarine oder so, ich weiß nicht was. Hier sind Pomelos und so. Es gibt auch Mangobäume. Hier sind sie, einige sind auf dem Boden. Aber es gibt 2, 4. Also hier sind mindestens 20 Obstbäume. Hier ist ein Grapefruit, ist ziemlich groß. Also jetzt ist es Herbst, wenn ich es aufnehme hier. Also das Wetter ist schon besser jetzt. Es ist nicht mehr so heiß wie im Sommer. Es gibt hier auch 2 Chirimoya-Bäume. Ich habe am Ende des Videos wird man dann an einer Ecke ein Video über diese Frucht, Chirimoya-Frucht. Das Haus hat also Holzfenster meistens, aber es ist ziemlich groß, würde ich sagen, viel größer als unser Haus. Und hier hat man noch was dazu gemacht, also gebaut, und hier ist etwas Garten, da ist ja, sehe ich, einen Bananenbaum, und hier sind die Chirimoya-Bäume. Also ich war an einem anderen Tag, also vor 2, 3 Monaten, und da hatte ich ja, also die sind im Juli, diese Chirimoya-Früchte. Ich mag sie sehr, ich habe 4 Bäumchen gepflanzt. Das sind hier die Chirimoyas. Und hier sind Bananen. Also hier sieht man auch die Früchte. Sind jetzt ziemlich klein, aber die werden dann wachsen. Und hier ist weiter auch ein Teil des Grundstücks, nur man hat hier eingezäunt für die Kühe, damit die Kühe nicht dahin gehen. Also es gibt auch Mangobäume, wie ich schon sagte. Es ist nicht Zeit der Mangos jetzt. Und gut, hier ist es nicht so sauber. Man sieht, dass hier Paraguayos wohnen. Aber das ist ja machbar, alles machbar. Ich gehe noch zu den Mangobäumen. Also das Haus ist ziemlich groß. Man sieht es hier. Und hier ist es nicht zugesperrt mit Tür und Fenster. Aber es ist, hier ist der Hof neben dem Haus. Hier sieht man nochmal das Haus von einer Seite. Und hier sind die Mangobäume. Hier ist ein kleiner Baum. Es hatte rote Mangos, als ich hier war. Und hier sind 2 größere Mangobäume. Und hier ist die Einfahrt zum Grundstück. Also wer mehr darüber wissen will, sollte mich danach fragen. Und ich kann mehr Einzelheiten darüber geben. Danke für Zuschauen des Videos, für Abonnieren des Kanals. Ich wünsche allen ein besseres Leben.